Hi Leute, heute bin ich wieder mit Sebastian in Köln und wir fragen die Frauen, ob es schlimm für sie ist, wenn ein Mann Haarausfall oder Geheimratsecken hat. Also, viel Spaß! Ich stehe hier mit Antonia. Und? Antonia. Ehrlich? Okay, cool. Karen. Karen? Ja. Okay. Krass. Auch schon, habe ich auch lange nicht mehr gehört, den Namen. Aber mit E, also Karen. Ah, okay. Stefanie? Diana. Wie wäre es für dich, wenn ein Mann Geheimratsecken hat oder zum Beispiel schon Haarausfall hat? Ich glaube, es wäre mir ehrlich gesagt komplett egal. Mhm. Warum? Also, Geheimratsecken, muss ich ehrlich sagen, ich weiß jetzt seit kurzem, was es ist. Mir ist das nie aufgefallen, bis mir mal wer gesagt hat, was es ist. Und Haarausfall, ich meine, mein Gott, was will man tun? Ist ja kein Problem, also ich würde darauf nicht achten. Ich glaube, mir wird es nicht mehr auffallen, weil mir das einfach nicht wichtig ist als Kriterium an einem Mann. Also auch wenn er eine Glatze hätte oder sowas? Ich glaube, eine Glatze wird mir halt auffallen, also das ist schon mal ein Unterschied als Haarausfall. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so, ob ich persönlich das attraktiv finde, aber schlimm auf gar keinen Fall. Es wäre mir relativ egal, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so mein Schema wäre, aber... Wie wäre das für euch, wenn jetzt ein Mann zum Beispiel Geheimratsecken hat oder wenn er, Haarverlust? Ja, wenn er das hat. Haarausfall, genau, Haarausfall. Nicht schlimm. Okay. Es ist ja egal, kann er auch ohne Haare schön aussehen. Mhm. Also wäre kein Problem für dich? Nee. Also ich muss sagen, ich mag Haare sehr gerne, aber wenn man sich gut kennt, und dann vergisst man das ja dann auch. Mhm. Ja. Ansonsten finde ich Haare immer schön. Ja. Okay. Aber wenn das jetzt, also meinst du, was wäre jetzt, wenn du jemanden kennenlernen würdest, der jetzt schon Haarausfall hat, die du nicht schon kanntest? Ja, ist jetzt kein Ausschlusskriterium für mich, aber kommt immer drauf an, weil es ganz insgesamt das Bild. Ja. Ich finde, wenn man jemanden mag, dann findet man die Person sowieso attraktiver. Mhm. Also kommt nicht auf die Haare an, sondern... Außerdem glaube ich, ich habe selber so dünne Haare und weiß, wie sich das anfühlt. Ich glaube, da kann ich drüber hinwegsehen, wenn jemand keine Haare hat. Kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Okay. Ja, finde ich cool, dass du das auch sagst. Ja klar, also was kann man nichts für seine Haare, kann man nicht ändern. Ja. Das macht was Unterschied, wenn man jetzt ungepflegt ist oder irgendwie nicht duscht oder fettige Haare oder sowas. Finde ich viel, viel schlimmer, dann lieber keine Haare ungepflegt. Also wirklich, ohne Witz. So eine Mr. Proper Glatze. Ja, lieber so, als wenn er irgendwie fettige Haare hat und irgendwie, keine Ahnung. Okay, also siehst du es auch so? Ja, hat sie gut gesagt. Das ist gar nicht schlimm. Also es fällt auch meistens gar nicht auf. Ich glaube, das ist so ein Problem, was Männer allgemein mit sich selber haben. Ja, und ich glaube, Frauen fällt das nicht unbedingt auf. Ja. Ich finde das auch überhaupt null schlimm. Also wenn es so ist, dann ist es so. Meistens steht das sogar. Manche machen das ja auch sogar mit Absicht, ne? Ja, das... Eine Glatze. Ja, ich muss sagen, ich bin einer von denen, ich habe das seit Geburt an. Ja. Ehrlich, ich habe Kinderbilder von mir, ich sehe aus wie 40. Ehrlich, ich habe so eine hohe Stirn einfach. Aber ich weiß, dass das... Also ich hatte früher massive Probleme damit. Und ich glaube, man hat nur ein Problem damit im Dating, wenn einen selbst zerstört. Genau, also hättest du das nicht angesprochen, dann hättest du es auch gar nicht wahrgenommen jetzt. Ja, auch null. Ja. Wo meinst du schon? Ich glaub, ist so schön. What, like, how would you react if, like, a guy had, like, was like, go bald, like, his hair would fall out, you know? Would that be a problem for you? No, I don't think it's a problem. Why not? Because for me it's not a problem. I don't know why, but for me it's not a problem. So even if he is, like, has, like, no hair, he's, like, bald? For me it's not an attractive, but, I like girls, so for me it's unattractive for me. But in general, I don't think it's unattractive. Okay, cool. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass die Frauen das sagen werden. Also ich denke, dass das auch tatsächlich so ist, dass es echt nur ein Problem ist, wenn es für dich ein Problem darstellt. So wie wir es auch in dem Akne-Video gesagt haben, so wie es bei den meisten körperlichen Erscheinungen ist. Sei einfach stolz auf dich, sei glücklich in deiner Haut. Du kannst es eh nicht ändern, dass deine Haare ausfallen und du wirst auch mit Glatze aussehen. Ehrlich, steh zu dir selbst. Wenn du jemand bist, der gerade nicht so viele Frauen kennenlernt und gerne einfach mehr Frauen kennenlernen würde, offener auf Menschen zugehen will,
dann guck gerne mal in die Beschreibung. Da haben wir etwas für dich, nämlich einen Link. Da kannst du dich für ein kostenloses Gespräch mit Sebastian und mir eintragen. Wir freuen uns auf dich. Klick gerne mal auf den Like-Button, klick gerne auf den Abo-Button, lass uns einen Kommentar da. Mach's gut, ciao.